Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauen-Stream. Ich hoffe, es ist jetzt gut funktioniert. Wie hat das Programm gerade? Ja, geht doch, ne? Ja. Wie hat das gerade hier rumgesponnen? Komischerweise immer, wenn mein Laptop dasteht. Ja, geht doch. Na, Uzek, wie ist die Schule? Kann es nicht lassen, doch zu puzzeln. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das mit der Kamera hier mache. Ob die so optimal ist. Ach so, du bist auf einer neuen Schule, okay. Okay. Und so Mitschüler und so korrekt. Mein Tisch wird, glaube ich, auf Dauer nicht ausreichen. Ich habe schon überlegt, wo ich die Kamera sonst hinpacken könnte, aber Tudi. Da ist die beste Position, ne, Tudi? Auch hier in der Küche ist schön kühl. Ist doch gut, hat immer Vorteile, würde ich sagen, jetzt so auf Anhieb. Vollständig. Aha. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht diesmal ausgemessen, wie groß das Puzzle ist. Das ist ein Fehler, glaube ich, oder? Mal gucken, ob das hier überhaupt auf unseren Tisch passt. Dann würde ich sagen, wir fangen mal mit dem Rand an. Wie immer, ne? Ob der Plan wieder aufgeht, wissen wir noch nicht. Weiß noch nicht, warum das hier in zwei Typen. Also ist gebraucht, ne? Das ist jetzt nicht neu. Tu dir das eine Tüte, ist nichts zu essen. Ist aber ganz schön viel, ne? Oh, Bunny, danke für deine Bits. Bunny, hast du frei heute? Jetzt kam die Benachrichtigung. Irgendwie funktioniert heute irgendwie nichts, oder? Ah, doch, kam. Ganz viele Herzchen. Aber das andere hat nicht funktioniert. Nein, also du musst nicht arbeiten, oder wie? Tut dir so fein. Hallo, Tüte. Hier in der Küche ist das einzige, der einzige Ort, wo man, oder im Bad, wo man es noch einigermaßen erträgt. Ist es bei euch auch so heiß? Alter, ist das heiß im Moment. Im Moment. Tut dir das nichts zu. Ey, tut dir, du Geier. Das ist nichts zu essen, Mensch. Jetzt weiß ich auch, warum das in der Tüte war. Zu viel. Ich muss mal kurz abtauchen. Tudi, das ist nichts Essbares. Wir sind ja so beweglich, ne? Du hast nicht frei? Aha, Mittagspause? Weil du um die Uhrzeit online bist, das wundert mich. Also wir haben safe 30 Grad im Schatten auf jeden Fall. Habe ich auf meinem Thermometer stehen. Ist etwa ein Haar? Ah ja. Also wir schummeln schon. Da ist schon. Ach so. Ah. Der Rand besteht aus Flaggen. Was
das Wetter bringt einen um, finde ich auf jeden Fall. Das ist echt hardcore. Ich bin mal gespannt, wie groß das Puzzle ist. Sonst muss ich mir, also da muss ich mir auf jeden Fall mal was einfallen lassen. Ich habe jetzt nur spontan einfach mal gedacht, ach, machst du jetzt, bevor du den ganzen Tag noch auf der Couch rumpimmelst. Das ist auch nicht produktiv. Ja. Hallo, nein, es fehlen keine drei Puzzle. Hör auf, nicht so wie beim letzten Mal. Nein, das soll vollständig sein. Wenn nicht, na, gibt es Ärger. Ihr habt das ersteigert. Aber ich bin ja für blöde, da ich ja ein paar mehr geholt habe, wäre ich ja blöde, wenn ich jetzt 5, 6, 7, 8, 10.000 Teile durchzähle, ne? Also, ich meine, da wären wir ja affig dann. Moin, abgematzt. Ach so. Ich hab das gar nicht. Ich bin blind heute. Nee. 2000 Teile. Also, wir steigern uns. Wir haben erst 1000 gehabt, jetzt sind 2000. Also es ist auch gefühlt echt ganz schön fucking viel. Endlich mal wieder normale Leute hier. Ist ja einfach. Das habe ich beim letzten Puzzle auch gedacht. Und wie lange hänge ich dran? Eisbären schon. Wir haben Zeit. Manche ja nicht, die arbeiten müssen eigentlich, ne? Also, Bani hat die Frage auch nicht beantwortet, oder? Aber ich finde nett, dass Bani mal wieder vorbeischaut, weil der ist ja in letzter Zeit auch nicht so oft da, weil morgens kann ja auch nicht jeder zuschauen beim Yoga. Und ich will demnächst auch nochmal was anderes streamen, aber da erzähle ich noch nichts. Überraschung. Wird doch wieder. Ich weiß noch nicht, wie ich anfangen soll. Ich muss erstmal vielleicht das eine von den einen in den anderen packen. Damit ich das andere nicht übersehe. Oder irgendwie so. Das wird wieder was sein. Ja. Draußen ist vor allen Dingen Baustelle. Aber ich habe die Tür zugemacht, weil es ist zu warm. Wenn die Terrassentür zu ist, ist es angenehmer, als wenn sie den ganzen Tag offen ist. Das geht gar nicht. Kommt nur noch mehr Hitze rein. Moin, Daniel! Echt? Oh, gute Besserung, Matze. Nein, nein. Ja, er hat ja, stimmt, Bani hat gesagt, dass er nicht frei hat, aber so nebenbei bei der Arbeit gucken. Obwohl, das sieht aus nach einem Teil, als wenn das nicht mit dazugehören würde. Fokussier doch mal. Hallo? Ah, da war meine kurze Reaktion. Kamera. Wahrscheinlich muss ich mir Hand reinhalten. Die Kamera zu ihrer Schwede. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Test für sich. Ich wollte nochmal gucken, wie die Kamera funktioniert, wenn sie hängt wieder. Weil das letzte Mal hat sie ja geflackert. Seitdem hat sie es nicht mehr getan. Ich glaube, die Kamera kann das nicht ab, wenn sie hängt. Ist jetzt so meine Theorie. Obwohl ich das dann nicht verstehe. Sollte eigentlich nicht das Problem sein, finde ich. Ne? Abends Table Dance. Und Deadpool, ich hoffe, du hast bisher einen angenehmen Tag gehabt. Sieht nach Spätschicht aus. Matze streamt bestimmt gleich wieder irgendwas mit. Was hatte ich denn letztens gesehen? Ich kenne mich mit diesen ganzen Spielen ehrlich gesagt gar nicht aus. Ich
Oh, wir haben eine Ecke. Doch, das ist komplett. Moin, Deep Guy. Ihr denkt alle, das ist unvollständig, ne? Macht mir jetzt nicht, macht nicht diesen, ey. Das geht nicht, wenn das unvollständig wäre. Dann muss ich das umtauschen. Aber dass da Haare drin sind, das finde ich ein bisschen komisch. Wieso bist du arbeitslos, als wenn du arbeitslos wärst? Ich habe auch meine Schichten hier auf, wenn ich arbeitslos bin. Ich gehe nachher auch nochmal los. Was will man? Also, da will ich na, übrigens auch bei meiner neuen Stelle, wenn ich dann eingestellt bin, will ich auch nochmal ein bisschen streamen. Bei der Arbeit streamen, das ist doch geil, oder nicht? Kann man mal machen. Ich muss mich bei Chris auch immer noch mal melden, echt. Das habe ich ganz verdödelt. Die Hühners hier. Wir wissen es. Ich bin gespannt. Also wir können ja Wetten abschließen hier, ne? Ob die aus vollständig ist oder nicht. Für und gegen wetten. Willst als Häuptling Topfnase, was ist das denn? Hä? Ich wette 5 Euro. Danke, Manni. Was kann ich euch denn bieten, wenn ich sage, nee, ich wette lieber nicht. Wenn ich wette, dann verliere ich. Das ist immer so. Und wenn ich nicht wette, dann gewinne ich. Nein, ich wette nicht. Deswegen spiele ich auch nicht. Immer wenn ich habe oftmals mal so 2 Euro in Automaten reingeschmissen. Na, kennt ihr ja Spiele. Ja, Spielsucht würde ich das jetzt nicht nennen, weil es war ja nun mal so hin und wieder. Jedes Mal, wenn ich das getan habe, der danach hat gewonnen. Und seitdem habe ich gesagt, nee. Nein, Spiel ist nicht so meins. Da habe ich nicht so viel Glück. Glücksspiel. Da war ich dann richtig angepieselt. Das Problem wird eigentlich sein, eher das nicht das Puzzle, dass es nicht vollständig ist. Übrigens wollte ich das so machen, dass wenn ich das vollständig habe, ich dann mal markiere, wo ich schon überall war. Das andere Puzzle war nicht vollständig, aber das habe ich mir schon fast gedacht. Das war ja auch geschenkt von Ingrid. Ich habe hier eine ganze Puzzlereihe ersteigert für dünnes Geld. Und dann, wenn da steht vollständig, dann muss es auch vollständig sein. Wenn nicht, gibt es eine schlechte Bewertung. Ja, das stimmt wohl wahr, Matze. Lest nur die erste Reihe, reicht schon, um zu bannen. Das ist aber wirklich so, ne? Ich habe das mal gehabt, in meinem Laden damals, wenn ich so heftig gearbeitet habe und ich hatte so einen fetten Umsatz, war auch Veranstaltung und so. Alter, ich habe bestimmt 5-mal das Portemonnaie gezählt und jedes Mal kam was anderes bei raus. Und dann habe ich gesagt, so, ne, jetzt zähle ich nicht mehr, jetzt gehe ich ins Bett und zähle am nächsten Tag lieber nochmal in Ruhe. Ich habe wirklich 5-mal gezählt. Da war es mal 10 Euro weniger, 10 Euro mehr, 5 Euro weniger, 5 Euro mehr. Das ist irgendwie ganz komisch gewesen.
Ab einer gewissen Uhrzeit kann ich mich auch nicht mehr konzentrieren, da ist es dann vorbei. Vor allen Dingen, wenn ich gearbeitet habe wie ein Tier. Nur wieder mache ich, kann ich das ja auch, ne? Werdet ihr vielleicht noch sehen. Aber mehr sage ich nicht. Der Rest ist Überraschung. Ich finde das auf jeden Fall heftig viel. Ich dachte, 2000 ist ja eigentlich easy. Ist ja nicht so viel, aber doch, das ist ganz schön viel. Da sitzen wir bestimmt wieder ein paar Tage drin. Und irgendwann kriege ich wieder die Krise. Ich habe ja auch heute nicht ewig Zeit, ne? Aber ich habe das immer noch nicht. Ja, Matze, wir haben in letzter Zeit irgendwie ein paar mehr Spinner. Ich werde jetzt auch ein paar mehr mal wieder bannen in meinem Stream. Also es geht mir sowas auf den Sack hier. Mit manchen Leuten. Das ist die letzten Tage ein bisschen zu viel gewesen. Egal, ob mich jemand subscribed hat oder nicht. Da sitze ich trotzdem Grinsen. Was wollt ihr immer, dass ich so lange stream? Was ist mit euch los? Bunny sagt auch immer 12 Stunden Stream. Dankeschön, Deadpool. Spinnt ihr oder was? Ich habe immer die Krise. So viel Red Bull kann ich gar nicht trinken. Das Ding ist, es ist nur ätzend, dass es warm ist. Und egal, wo man ist, ob man auf der Couch ist, das ist zu warm. Bin heute Morgen ganz früh mit dem Hund raus gewesen und ich werde auch diesmal heute Nacht wieder mit dem Hund rausgehen. Das ist einfach unerträglich. Ich werde nachher nochmal mit ihr eine halbe Stunde gehen und dann, ja, hat sich das auch, weil dann reicht es wieder mit der Wärme. Die berichten mir ja zusammen. Eigentlich schwitze ich nicht so schnell. Eigentlich. Aber Matze kriegt ja auch eine Erkältung. Eigentlich. Ja, meine ich doch. 2000 ist nicht. Ach so, Deadpool, ja. Das letzte Mal haben wir 3 oder 4 Tage gebraucht. Ah, unterschiedliche Stunden. Wir waren nicht jedes Mal, also einmal waren wir sogar 7 Stunden dabei, bin ich der Meinung, oder? Ich weiß nicht. Irgendwie war das so. Das war Ewigkeiten. Das Problem ist, ich weiß noch nicht so ganz wohin. Und überall Haare. Was ist denn hier los? Das ist ekelhaft. Was ist, wenn das jetzt hier nicht auf den Tisch passt? Wohin? Das Ding ist, wenn man das auf dem Boden macht, alles schön und gut, ja, aber da ist man die ganze Zeit in so einer gebückten Haltung, da kriegt man immer Rückenschmerzen. Nee, dafür machen wir kein Yoga, um wieder Schmerzen zu bekommen. Die sollen dadurch doch weggehen. Ich glaube, der Rand wird ja easy sein, ne? Ich glaube, der Rest ist auch gar nicht mal so easy, weil das alles, es ist zwar nicht so klein, die Schrift, aber es ist ja viel. Du kannst es ja nicht, okay, Mogadischu, das kann man gut, das kann man entziffern. Manches sind nur halbe Schriften drauf, dann kannst du es nicht richtig lesen. Oder hier ist es zu blöd, wie immer, ne?
Uhrzeit, wie lange hast du eigentlich jetzt noch? Der Schule. Hatte ich bestimmt schon mal gefragt, ne? Finde das eklig, wenn die Haut so klebt. Du könntest 10 Mal am Tag duschen gehen. Das ist echt widerlich. Ach so, dann hast du ja mein Break lassen. Ach so, dann hast du jetzt 3 Jahre vor dir quasi, ne? Diese Autokorrektur, Matze. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Stehe ich wieder auf dem Schlauch, wie immer. Wie, das ist nur 1 Jahr. Aber eine Ausbildung geht doch 3 Jahre. Oder 2,5 im günstigsten Falle. Also ich übersehe bestimmt wieder einen, wir kennen es ja. Ist wie beim Affen, die Läuse rausholen, ne? Aber irgendwo, wie würdet ihr denn Puzzle anfangen? Also jetzt mal, ich habe noch gar nicht gefragt, davon mal abgesehen. Ach, Berufsvorbereitung. Breaker, ich komme Raum Schleswig-Holstein. Aber ich sage mal in der Nähe von Hamburg, weil ich wohne am Rand. Ja, jetzt musst du mir helfen nochmal. Was ist denn MV? Ja, also was ist nochmal jetzt Berufs? Na, am Rand. Ich bin die Randglucke. Ja, also auf jeden Fall, Uhrzeit, kannst du dich schon mal oder so von langsam von Tobi verabschieden. Ich habe schon gesagt, der braucht mit seinen komischen Nicknames hier nicht mehr in den Chat reinkommen. Wollte ich noch mal kurz erzählen. Weil Udo ist jetzt angepisst, dass ich das geduldet hatte und dass ich das ja unterstützen würde und wittert jetzt gegen mich. Wo ich mir dann so denke, ey, was für ein Kindertheater. Auf jeden Fall, die zwei werden nicht mehr in meinem Stream anwesend sein. Das ist vorbei. Sind hier nicht bei GZSZ. Also keine nervige Tobi-Säge mehr. Das heißt nervig, nicht nervig war er ja nicht, aber die Nicknames waren schon manchmal echt hart unter der Gürtellinie. Nur mal so am Rande. Mecklenburg-Vorpommern. Ah, okay. Weiß nicht, das sind so Regionen, die ich selten betrete. Aber es war jetzt nicht böse gemeint, natürlich. Aber ich glaube, in MacPom war ich einmal oder so. Und wenn, da kann ich mich sogar noch nicht mal mehr dran erinnern. Ich hatte bisher noch keine sonderlichen Reiseziele bis dahin. Ja, ich war früher auch mal mehr unterwegs, ne?
wie Fließbandarbeit manchmal, habe ich so das Gefühl. Ich bin mal gespannt, wann die anfangen, nebenan zu betonieren. Die sind da ja irgendwie die ganze Zeit am Messen und keine Ahnung was, obwohl das Fundament schon die ganze Zeit da steht. Verstehe ich auch nicht so ganz. Was heißt Fundament? Also sie haben Sand aufgeschüttet auf dem Boden. Das hat sich jetzt wohl gefestigt. Und dann müssen wir irgendwie betonieren. Die Stahldrähte sind auch schon da. Aber wie man es ja kennt auf der Baustelle, dass manche Leute dann immer nur so den ganzen Tag da drum stehen und erstmal philosophieren, wie man irgendwas machen kann und bei raus kommt eigentlich nichts den ganzen Tag. So läuft das doch gerade da drüben. Finde ich übrigens immer sehr komisch. Das ist wie fünf um einen Kuchen rumstehen und erstmal überlegen, wie sie ihn aufteilen müssen. Obwohl, das könnte doch hinkommen mit diesem Teil. Die anderen Teile sind auch irgendwie so. Ich hatte gedacht, das wäre schärfer. Da malen wir dann mit einem fetten Edding drauf oder wir pinnen das an. Müssen nochmal einen Rahmen besorgen. Wo wir denn schon überall waren. Hausboot, ja, da ist dann Deadpool der richtige Ansprechpartner. Ah, 45 Minuten? Ist ja nicht weit. Beide Uhrzerk, weil, also ich muss es nicht haben, dass irgendjemand über mich schlecht redet, so, weißt du? Tobi hat zwar mir nichts getan, aber Tobi kann zwar rein, aber er muss einen anderen Nickname nehmen und nicht dieses mit, du weißt schon. Also, entweder andere Nicknames oder es wird permanent gebannt. Fertig. Auf sowas habe ich keinen Bock mehr. Was hat denn das für einen Eindruck, wenn andere Leute ins Team reinkommen? Also ich hatte ihn letztes Mal schon drum gebeten und heute Morgen kam ihm irgendwas mit. Meine Maus ist ja sogar noch an. Meine Maus ist noch an. Weiß gar nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall auch ein komischer Name. Im Osten? Breaker? In MacPom? Ist das so? Ich war noch nie da. Also ich kann nur sagen, Hamburg ist regnerisch und das stimmt. Mehr kann ich nicht sagen. Hamburg ist die Regenstadt. Aber ich kann mich trotzdem nicht beschweren. Also meistens, wenn hier Gewitter ist, zumindest ist es nicht hier. Hier ist irgendwie so ein Loch. Das ist immer irgendwie auf der anderen Seite. Was ich ganz gut finde. Es ist zumindest selten, sag ich mal so. Muss ich das jetzt verstehen, Matze? Was? Beim Captain spielen? Ach du, Seeplatte mit einem Hausboot 2 Wochen. Ach so, ich habe mich schon gewundert. Du warst doch jetzt, oder? Warum du so selten online warst? Ach, Deep Guy, darüber habe ich jetzt keine Lust zu reden. Habe ich das nicht mitbekommen? Ja, genau. Matze hat recht und genau das ist es nämlich. Der Punkt, der springende. Gibt ja jedem eine Chance, sich zu bessern. Manche bessern sich nie. Aber ich find alles seltsam. Ich finde es seltsam, dass dieser Udo innerhalb von einer Woche 600 Follower hat.
Und er ist nicht die Schönheit von Natur. Also ich weiß auch nicht. Titten zeigt er auch nicht. Keine Ahnung. Also ich finde das alles ein bisschen merkwürdig. Er und dieser Tobi. Deswegen halte ich davon jetzt auch Abstand, weil. Nö. Ja, da ist doch der Tobi. Wo wir gerade davon reden. Tobi, also es geht darum, weil ich dir letztes Mal schon gesagt habe, bitte ändere deinen Namen, weil die einfach zu anstößig sind. Wir haben hier einen anderen Streamer, der gerade anwesend ist, der mich sogar nicht mehr hostet aufgrund deiner komischen Namen. Und dein komischer Udo hat sich auch aufgeregt wie so ein künstliches Mädchen. Genau. Alle die Accounts werden jetzt gebannt. Mein Tobi. Nee, richtig. Es wäre nett, Tobi. Du kommst ja sogar mit deinem anderen Account hier rein heute. Und du bist ja auch ein Netter, außer dass du ein bisschen rumbaggerst. Aber gut, okay, das machen andere Männer auch. Da ist jetzt nichts Verwerfliches dran. Aber nicht diese komischen Namen, ey. Wer will sowas denn hören? Oder heute Morgen auch dieser Name. Und Udo hat mir dann privat geschrieben, wo ich mir dann gedacht habe, ey, piss dich doch woanders ein, ey. Aber nicht bei mir. Als hätte ich nicht andere Probleme. Manche können aber auch. Manche haben echt keine Eier, ne? Aber sowas von nicht. Deswegen puzzle ich. Muss ich jetzt mal abreagieren. Entspannt. Oder macht noch aggressiver. Nein, hat Spaß natürlich nicht. Wenn ich mich wegen sowas aufregen würde den ganzen Tag. Oh, da bin ich ja schon grau. Ich reg mich eigentlich nur darauf auf, dass die Suppe mir die ganze Zeit das Gesicht runterläuft und ich schwitze wie ein Schwein. Ihr seht das nicht. Aber ich schwitze wirklich wie ein Schwein. Definitiv Urzerk. Also ich weine nicht so rum den ganzen Tag. Also ich habe zumindest ein anderes Leben, als mich den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten zu befassen und mich über irgendwie eine Person den ganzen Tag aufzuregen. Weiß nicht, da hat man doch kein Leben. Ich bin da manchmal ein bisschen sehr konsequent. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gebe zweimal eine Chance irgendwie Leuten und so und dann ist vorbei. Und dann aber auch nie wieder. Das ist so. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ganz einfach. Aber nur im wahrsten Sinne des Wortes natürlich, ne? Wir sind ja nicht für Gewalt und so. Gucci. Ja, irgendwie, ich glaube ja. Tobi, wir hatten keinen Stress. Ich sag dir nur, dass du die Namen ändern sollst, mehr nicht. Ja, Bunny, irgendwie verfolgt mich das. Na, Holger ist auch Skorpion. Ich habe mit Holger so ein Beef im Moment, das ist vorbei jetzt. Ich muss einen neuen Hundesitter suchen. Wie gesagt, ich ziehe dann auch irgendwann mal den Schlussstrich, weil ich kriege nicht jemanden in den Arsch. Irgendwann, also das mache ich einmal, aber dann kein zweites Mal mehr. Bin nicht so die Person dafür. Vor allem nicht, wenn ich im Recht bin. Man könnte es mir erklären, wenn ich nicht im Recht bin. Da bin ich absolut flexibel, aber wenn man gar nicht mit mir redet, dann ja. Ich glaube, ich muss mit Holger zur Therapie. Paartherapie. Wie heißt das? Friendship-Therapie. Wir sind ja kein Paar. Gott, wenn der in die Therapie gehen würde. Ich glaube, der Therapeut wird sich aufhängen. Also ist interessant, ne? Was für Skorpione mir in letzter Zeit über den Weg laufen. Ne? Emrex, Bunny, ich, Holger. Das sind so einige, ne? Ich hatte eigentlich vorher im Leben immer gar nicht so viel mit Skorpionen zu tun, eher so mit Stieren. Die sind auch bockig. Und hier sind überall, sag mal, das war wohl eine Blondine oder so.
Auf jeden Fall werde ich jetzt wieder mehr puzzeln. Da machen wir noch zwei Arten von anderen Streams, die ich noch gar nicht gemacht habe. Aber ich warte, wie gesagt, bis der richtige Moment kommt und dann geht's los. Dann kommt auch wieder mehr auf meinem Kanal. Vielleicht auch dann mal wieder abends. Ich gehe mit Kaffee. Ach, Bunny, darum geht's nicht. Ich kannte Holger 5 Jahre jetzt, ne? Also ich meine, das ist jetzt nicht so eine Sache. Ich bin zwar hart und konsequent, aber es heißt nicht, dass es mir nicht ans Herz geht. Weil an Holger liegt mir was. Es ist nicht so, dass ich 5 Jahre einfach so vergesse. Deswegen bin ich auch leicht angespannt, vielleicht die letzten Tage so. Aber manchmal muss man Schlussstrich ziehen. Das ist halt einfach so. Er hat noch die Chance, das zu ändern. Aber wenn morgen der Schlüssel in meinem Briefkasten liegt, dann wird er sich auch nicht ändern. Oder er wird nicht auf mich zukommen. Und da ich das auch nicht tue, wird es dabei bleiben. Traurig, aber wahr. Es tut mir leid auch für Tutti natürlich, ne? Weil die wird Holger am meisten vermissen. Ich sortiere den Rand aus. Die geil. Oh, ich glaube, es gibt einige Frauen vielleicht. Das Problem ist, die meisten Frauen, die Eier zeigen, die reden manchmal dann aber auch so. Ey, Digga, ey, Alter. Ich sortiere den Rand aus. Ich will erstmal mit den. Ja, Tobi darf baggern, das ist erlaubt. Ich hoffe, dass wenn wir den Rand fertig haben, dass alles hier auf den Tisch passt, weil ansonsten muss ich mir eine Alternative überlegen, wo ich das Puzzle mache. Ich könnte das natürlich im Flur machen. Das würde da irgendwie nicht stören. Platz ist genug. Aber es muss ja irgendwie, man muss ja auch bequem sitzen können, sonst ist das für die Katz. Weil ich habe da einmal, habe ich doch im Wohnzimmer angefangen zu puzzeln. Da hing ich die ganze Zeit so und irgendwann hatte ich so eine Rückenschmerzen, dass ich gesagt habe, nee, ey, ich muss dabei sitzen, ganz normal am Tisch und ordentlich. Ich überlege dann, ob ich dann vielleicht nochmal so eine Platte hole oder so. Weil ich habe zwei Platten, habe ich, die könnte ich zusammen machen, in weiß. Die habe ich damals für meine Gesellenprüfung gebraucht. Eine ist frisch gestrichen, ohne Macken und nichts. Ist sogar noch verpackt. Ich habe gedacht, ach, du warst auf, vielleicht brauchst du es mal irgendwann. Ich weiß immer noch nicht wofür, aber gut. Man hat es wenigstens mal gemacht, ne? Ja, das war die Vorbereitung für unsere Gesellenprüfung. Ich glaube, so viel Rand haben wir gar nicht mehr hier. Ich gucke jetzt mal so. Weiß auch gar nicht, warum ich die Büsche hier aufgesetzt habe. Das rutscht schon wieder von der Nase. Ah ja, die Frau immer am Meckern. Da haben wir noch einen. Ja, irgendwie fühle ich mich so, als wäre heute Samstag oder Sonntag, weil irgendwie meine Woche durcheinander ist, da ich am Wochenende so viel unterwegs war. Ich habe gestern übrigens mal die Konsole wieder angehabt. Oh, Goldmaus. Was eine Ehre. Sie ist mal wieder da. Hallo Goldmaus. Was macht der neue Job? Ich habe gestern nach 2 Wochen mal wieder die Konsole angemacht. Habe gleich 9 Stunden durchgezockt und heute hatte ich schon wieder keinen Bock mehr. Das ist doch komisch, oder? Aber es war auch mal schön alleine in Ruhe. Keiner hat sich gestört. Ich genieße das wirklich mal, wenn ich mal alleine in Ruhe was machen kann. Aber wirklich auch entspannt und einfach den Kopf frei machen und so. Im Moment ist ja eins kommt zum nächsten irgendwie. Ich habe das Gefühl, im Moment ist jeden Tag irgendwie so ein Griff in die Kloschüssel. Jeden Tag kommt irgendwie was Neues, Negatives. Ah. Da ist eine Ecke. Aber jetzt wollen wir mal aufhören mit rumweinen, weil wir sind ja keine. Ich glaube, das wird kein Ende nehmen, dieses Puzzle.
ist echt heftig. Und ich muss mal kleine Pause machen. Freue mich für dich, Goldmaus. Viel Spaß noch, Matze. Dir beim Stream nachher. Ja, Cola, da bin ich dabei auf jeden Fall. Ja, danke, dass du da warst, Deep Guy. Viel Spaß bei dem, was du machst. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Schauen ja immer alle mal kurz rein und wieder raus. Das ist nicht schlimm. Obwohl ich das heute Morgen sehr erschütternd fand, den Unterschied zwischen gestern und heute im Stream. 100% Unterschied. Gestern hatte ich wieder 50, 70 Zuschauer und heute waren es 8. Also ich verstehe es manchmal nicht. Denke ich mir nur so, hä? Wie geht das? Dass nicht alle online sein können, okay, gut, das verstehe ich schon, aber 8, dann kam mal 11. Das war schon sehr komisch, fand ich. Aber bei mir ist ja alles komisch. Ja, nichts normal. Das Ding ist, wann schreibe ich jetzt eigentlich die Bewertung auf eBay, wenn ich fertig bin mit dem Puzzle? Also melde ich mich bei der nach zwei, drei, nach Quatsch. Das wird Wochen gehen, weil wir haben ja mehrere Puzzle. Schreibe ich nach Wochen in die Bewertung. Alle sind vollständig. Bewertungen zurückziehen kann man ja, glaube ich, irgendwie nur nach einer Woche kann man das, glaube ich, nicht mehr. Oder nach ein paar Tagen schon. Irgendwie so war das. Irgendwie ist es auch. Gott. Was ist los, Tutti? Ja, und jetzt schön kühl. Mega nicht rum jetzt hier. Ja, weil die Seite wollte ich so behalten. Irgendwie ist sie. Bunny übertreibt wieder. Wir haben hier 30 Grad mindestens im Schatten. Oh. Ich überlege, ob ich letztes Mal die andere Kamera genommen habe. Mezzomix? Nee, Cola. Ich muss mir gleich nochmal eine neue einschenken. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Also ich meine hier mit dem. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich hatte die schon irgendwo gesehen. United States of America. Aber da musst du auch mit der Lupe rangehen, ne? Ja, ist oben links, auf jeden Fall. Ja was werden. Ich glaube, dass der Rand sogar auch noch nicht mal einfacher ist. Ne? So, jetzt finden mal Kanada und danach kommt England. Daneben ist Mexiko. Mexiko. Wir können ja mal sortieren, was so ist und was unten ist. Das ist links, das ist rechts. Albanien. Viel Spaß, Tobi. Bei deinem Gärtner. Sich das anhört. So, da haben wir oben. Da haben wir unten. Togo ist Togo. Togo-Mogo. Ist meine Maus an? Ja. Warum eigentlich? Batterie sparen. Ich glaube, das wird nie und nimmer auf den Tisch passen. Irgendwie habe ich so das dumpfe Gefühl. Türkei. Nochmal Türkei. Was unten hin?
Bangladesch hat eine Flagge. Da können wir sogar noch was bei lernen. Also ich zumindest. Mit den. Ach ja, das erinnert mich natürlich an Sheldon Cooper, ne? Spaß mit Flaggen. Spaß mit Haaren noch dazu. Sollte ich das als eBay-Kommentar schreiben? Vielen Dank, das Puzzle war vollständig, aber mit ein bisschen viel Haare. Solange es keine Schamhaare sind, ist alles gut. Also wäre so, zumindest wäre so lange blonde Haare als. Will lieber nicht weiter. Für euch sieht das voll ultra klein auf der Kamera aus, sehe ich gerade. Habe echt gefühlt, dieses zweite ist ein Haar und es ist blond. Wieder saugen. Uruguay. Da schnarcht aber wieder jemand, ne? Gut, dass der Rand wenigstens einigermaßen ist zu erkennen und so. Sonst wäre das ein wirkliches Problem, finde ich. Türkei hatten wir doch vorhin schon. Wo ist Türkei verschwunden? Abgehauen. Die Jemen. Kanada. France. France. Da müssen wir ja die Flagge wissen, ne? Ich habe diesmal übrigens keine Musik. Sich vielleicht auch einige wundern. Weil jedes Mal dann wird es gesperrt, das Video. Nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Das haben sie neu irgendwie. Dachte, die Ecke ist falsch. Das finde ich ein bisschen doof. Obwohl es Copyright ist. Nicht. Syrien. Switzerland. Ach, Venezia. Venezuela meine ich. Venezuela. Ich wollte gerade sagen, Venezia ist doch Italien. Die können ja eine kleine eigene Flagge haben, ne? Oder? Nein. Ich darf mich hier nicht verplappern, sonst komme ich. Als Horst, ich brauche den Scheiß Hocker. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz ihren Unterschlaf da stören. Also, ich glaube, ich würde jetzt dafür wetten, auf jeden Fall, dass es nicht auf den Tisch passt. Ach, was machen wir denn dann? Ich muss kreativ werden ist doch doof, wenn das nicht passt. Alter, davon habe ich auch noch nie gehört. Was soll das denn sein? Tajikistan. Tajikistan? Habt ihr das schon mal gehört? Also ich nicht.
ASMR-Puzzle. Ruski. Alter, wir haben noch nicht mal angefangen. Rein theoretisch. Italien. Die ganzen europäischen Länder sind da oben. Ja, Mann. Sehr schön. Oh, Germany. Das wäre lustig, wenn Germany fehlen würde, ne? Das wäre sehr komisch. So. Fangen wir mal oben an, ne? Und gucken wir mal, wie weit das Puzzle geht. Was? Nein, Tschechien. Dann mache ich doch da Griechenland. Das ist die Schweiz. Das ist die Schweiz. Das ist aber auch Switzerland hat so ein kleines Karo als Flagge. Also ich meine, das ist auch irgendwie ein bisschen dürftig, ne? Polska. Finnland. So viele sind das auch gar nicht. Ja, da ich habe Deutschland gesucht. Da nach Deutschland. Da haben wir die Niederlande. Luxemburg. Und den Rest von Belgien. Sehe ich hier nicht.
Verkehrt rum liegt. Und dann haben wir das auch, dann passt das mit dem da. Oh, tu dir das einfahren lassen. Alter Schwede. Ja, schlägt mir ein wie eine Granate. Warte mal, was ist hier noch? Panama. Guatemala. Ja. Nee. Costa Rica und die anderen zwei kann ich nicht entziffern. Oh mein Gott. Aber blaue Flaggen. Dann muss es das sein. Ja. Costa Rica hatten wir auch irgendwie gesehen. Ja, Musik. Nein, hatte ich doch gerade erzählt, warum nicht? Weil sonst wieder die Videos gelöscht werden, sogar auf Twitch jetzt mittlerweile. Das heißt gelöscht, aber es ist auf jeden Fall, man sieht sie dann nicht mehr. Das finde ich ein bisschen doof. Bei mir ist es so, ich finde nicht den Fehler, warum das so ist, kann ich dir nicht sagen. Ich finde es auch noch passender beim Yoga eigentlich, ehrlich gesagt. Vielleicht mache ich auch noch mal irgendwann Musik an, aber heute Entspannungsmusik vielleicht. Na, sehr cool. Urzeug, das ist auch klar, dass das hier keine Action ist heute hier. Hier ist, sollte mit Absicht ein bisschen Entspannung sein. Italien. Deadpool, was machst du Schönes? Schnarr ist aber auch wieder, ne? Das gibt's noch nicht. Aber vom Allerfeinsten. Italy. Nein. Nicht Italy. Da. Hungary. Na, da vielleicht. Ne. Ich weiß nicht, wie sich das anhört mit der Musik. Ich hatte auf jeden Fall was rausgesucht, was eigentlich für den oh Gott. Für den Yoga-Stream wäre. Moment. Benachrichtigung erstmal ausmachen. Sonst dödelt das hier rum. Ich würde gerne mal wissen, wie sich das anhört. Durch das Mikrofon. Das ist auch nur leise. Das ist Entspannungsmusik. Nichts Hardcore-mäßiges. Ihr wollt nur nicht, dass ich so viel sabbel, ne? Ja, schon verstanden.
Ich glaube, das ist eher was für Yoga, ne? Minecraft. Mein Tobi. Hört sich gar nicht so schlimm an, ne? Ja, es geht. Tobi will immer essen, ja. Frankreich, Portugal, San Francisco, was? Wie finde ich das komisch da oben? Ah ja, okay, das passt. Jetzt provozierst du ihn aber auch überzählt, ne? Dass ihr euch versteht, war klar. So, wir sind bei Schweiz. Oha, da kommt aber einiges noch. Schweiz, Spanien. Toll, und jetzt das Puzzle davor. Mexiko. Ah, okay. Haben wir. So, dann haben wir Italy. Haben was Gelbes mit und hier was Rotes. Ja, passt. Alter, das ist so lang, das Puzzle. Wenn man ein bisschen guckt, dann geht's schneller, ja. Gott, das wird den ganzen Tisch gehen. Fehlt ein Teil. Sich bestimmt irgendwo anders.
kommt das? Das geht echt den ganzen Tisch, ne? Das ist aber ein Problem jetzt, ne? So, hier gehört ein Teil dazwischen, dann kommt das. Dann kommt das. Oha, das kann was werden. Ja, da muss echt ein neuer Tisch her. So eine Scheiße. Es geht, aber ich muss die Kamera eindeutig anders positionieren. Danke, Deppen. Aber wir können auch ein bisschen schummeln und gucken, ne? Also ein Teil gehört auf jeden Fall oben noch hin. Das ist bestimmt hier irgendwo mit dabei. Weil nein, es fehlt kein Teil. Also eigentlich ist der äußere Rand, wenn man auf ein bisschen guckt, dann ist das eigentlich ganz einfach. Wenn man guckt. Jetzt haben wir auch Meeresrauschen hier. Ich guck jetzt auch mal ein bisschen, weil ich jetzt echt wissen will, ob das passt auf dem Tisch gleich. Wir schummeln ein bisschen. Wir haben beim letzten Mal auch geschummelt und es war nicht einfach. Also. Zeit. Ich lebe schon am Vorbei. So, jetzt da Portugal. Nee, Portugal. Was ist denn das? Kann ich nicht lesen. Das andere ist Togo. Das kann ich nicht sagen. Da. Burkina Faso. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Muss man das kennen? Das war ein bisschen melancholisch, ne? Das gehört auf die andere Seite.
Und das nicht. Doch, da ist es. Ah. Ich glaube, der Tisch wird nicht ausreichen. Ah, das ist doch Mist. Muss auch wieder was fehlen. Das passt doch schon gar nicht. Hier, dann kommt Uruguay. Ist das nicht Uruguay? Ich glaube ja. Moin Catwiesel. Ja, und bei dir? Muss ja, ne? Ich muss jetzt nochmal gucken bei den anderen Teilen. Aber da haben wir schon das für da oben. So viele Teile sind ja eigentlich nicht mehr, aber ich finde Uruguay jetzt nicht mehr. Ach, Entschuldigung, Catwiese. Ja, ich bin ein bisschen hier. Ich finde das eine Teil nicht. Das ist ein bisschen doof. Bin gerade ein bisschen abgelenkt. Aber das kommt aber als nächstes. Tut hier nicht so viel Pupern da unten. Das ist groß. Ich dachte, du hörst mal auf. Das war's wohl. Das war's mal wieder komplett. Toll. Wir haben ein Platzproblem. Ja gut, es steht hier auch, ne? 968 mal 692. Und jetzt? Das ist viel breiter als der Tisch. Überlege ich mal, das ist ja da und so, nochmal so. Soll das gehen? Da müssen wir uns nochmal was überlegen, würde ich sagen, ne? Ich weiß
weiß nicht, wo ich das Pulver machen soll. Irgendwas zu trinken. Ja, Tobi, was machen wir denn jetzt? Mit einem zu großen Puzzle? Ja, Cat Weasel, im Grunde genommen hast du recht, nur ich hatte es vorhin schon gesagt, ich habe das letzte Mal auch gemacht und ich kriege, wenn ich die ganze Zeit so gebückt davor hocke, dann kriege ich immer Rückenschmerzen. Deswegen wollte ich das ja irgendwie auf Tisch oder auf so eine Art Platte machen, damit das irgendwie einen Sinn macht. Das riecht aber auch in meinem Kühlschrank nach Essen. Was ist denn da los? Ja, ich bin verzweifelt. Müssen wir ein anderes Puzzle in Angriff nehmen erstmal. Ich muss woanders puzzeln. Nee, das ist kein ausziehbarer Tisch. Leider nicht. Es ist einfach Holz. Ich habe ja auch schon überlegt. Das Ding ist, meine Platte, die ich habe, die ist zwar auch so groß, aber die würde von der Länge her auch nicht passen. Von der Breite, wenn ich zwei Stück nehme, ja. Das ist es. Katastrophe. Ich muss mich erweitern. Ich brauche eine große Platte. Auf dem Tisch. Nee, ich glaube, ich werde das anders machen. Ich habe im Wohnzimmer ja meinen Couchtisch und da kann ich nur. Oh, jetzt wird das hier qualmen. Da könnte ich dann eine Platte drauf machen. Ich würde sagen, dann räumen wir mal wieder ein und nehmen ein anderes. Das ist nicht ganz so groß. Haha. Ich packe jetzt natürlich die Teile, aber natürlich einzeln rein, damit ich weiß, wo die sind. In der Tüte. Also die Seitenteile jetzt, ne? Damit wir nicht schon wieder nächstes Mal zusammen suchen müssen. Aber im Baumarkt. Spanplatte. Ne, ich besorge irgendwo eine Platte, ist gar kein Problem. Irgendwer wird auch noch eine Platte haben. Brauche ich auch nicht kaufen, denke ich mal. Ich kenne ja genug Handwerker. So, dann ist das der Rand. Dann weiß man wieder schon mal Bescheid. Da muss ich euch gleich mal kurz runternehmen, ne? Inklusive, weiß das jemand? Puzzle-Konserve. Was ist Puzzle-Konserve? Ist das irgendwie so ein Kleber oder sowas? Weiß jemand, was Puzzle-Konserve ist? Also wird es das 1000 Teile puzzeln wieder? Tiefer seid ihr jetzt gelandet? Funktioniert auch. Ja. Oh.
das nächste Puzzle. Diesmal gucken wir natürlich, aber es sollte gehen. Ich sehe, das sind die gleichen Maße wie das letzte, was wir hatten. Gleiches Spiel wie vorhin, ne? Da ist eine bessere Idee, dann machen wir das im Wohnzimmer. Auf dem Couchtisch, auf einer Platte. Dann kriegen wir das auch schon hin. Ich weiß nicht, ob ich mir das jemals irgendwie aufhängen werde, das Puzzle. Das ist sehr groß. Also ich meine die 2000 Teile. Auch schon wieder Haare drin, ey. Person vor mir war echt sehr haarig. Anscheinend. Das wird auch ein bisschen schwieriger, weil das so verschwommen ist. Nee, ich habe gerade geguckt, das ist deutlich kleiner. Das ist nur 50 mal 70. Steht ja immer nur so circa drauf, ne? Das ist so wie das letztere Puzzle, was wir im letzten Stream gemacht haben. Ist auch groß, aber es passt noch auf den Tisch. Dann habe ich Zeit für das nächste Mal dann immer noch eine Platte zu besorgen und dann ziehen wir um. Mit dem Puzzle und allem. So, nee, andersrum. Uff, letztes Mal haben wir da 4 Tage, glaube ich, insgesamt dran gesessen. Ah, unterschiedlich. 3, 4 Stunden. Das eine Mal sogar 7 Stunden, glaube ich. Ich habe mir auch Zeit gelassen, also ich habe jetzt auch keinen Stress oder so. Gesabbelt noch zwischenzeitlich. Da jetzt ist schon wieder 1 Stunde vergoldet für ja nichts im Endeffekt. Also reine Zeit kann ich gar nicht genau sagen. Könnte ich nur schätzen. Also so 1000 sind schon, manche unterschätzen das.
Kommt natürlich auf das Muster drauf an, ne? Also das ist hier auf jeden Fall, sehe ich jetzt schon sehr kompliziert. Jeder fängt vielleicht anders das Puzzle an. Meine Strategie ist immer erst daran machen. Schon bei 16. Schon.
Ich wollte heute wenigstens noch etwas gebacken kriegen. Dass das ein bisschen zu sehr chill Musik ist. Natalie, was ist los? Moin, Mademoiselle, wieso? Die Modelle? Haben wir noch ein bisschen was anderes? Großen Teile. Okay. YouTube,
Relaxing Music. Okay, ich mache umgedreht. Ich mache die Ränder mache ich nach gerade nach draußen und fange dann damit gleich erstmal an. Hat aber letztes Mal auch semi funktioniert, weil da irgendwie zwei, drei Teile gefehlt hatten. Aber bei dem darf dir nichts fehlen. Auf gar keinen Fall. Weil das haben wir käuflich erworben. Kommen wir es gleich zu dem. Die Hitze macht ja zu schaffen, ne, mein Mäuschen. Das wird auch nicht so alt. Das ist also ein bisschen Angst habe ich vor diesem Puzzle schon, ja. Das ist ein bisschen Horror. Ich glaube, da werde ich mich ein paar Mal aufregen. Sortieren ist aber eigentlich auch keine schlechte Idee. Das habe ich aber letztes Mal auch, glaube ich, gemacht. Ja, doch. Schon was gesagt. Liegt aber auch günstig, tut die, ne? Oh ja, das wird mich auf jeden Fall, wird mich das richtig abfacken, dieses Puzzle. Das sehe ich schon kommen. Weil das sieht alles. Moment, ich halte es euch mal ein bisschen in die Kamera. Das oben mit dem Himmel und so, das wird nicht einfach werden. Mademoiselle, okay, gut. Moment, also ich. Moment, ich muss mir das gleich nochmal durchlesen. Ich kann den Ratschlag fürs nächste Puzzle ja machen. Das ist ja jetzt da zu spät. Jetzt habe ich schon die Hälfte fertig hier. Es ist ja ein Tipp, es ist ja kein Klugscheißer-mäßig. Wenn du sagst, das funktioniert so, dann werden wir das ausprobieren. Das stimmt, in der Hand schmeißt man dann versehentlich falsch weg. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, ja. So, also du hast gesagt. Ja, es ist auf jeden Fall. Ja, aber die kannst du wenigstens ausselektieren, die weißen Teile. Guck mal, wie viel hier jetzt allein schon sind.
Die so sind farblich. Ich weiß jetzt nicht, wenn das wieder fokussiert, die Kamera. Also auf jeden Fall die so bräunlich sind. Davon sind ja hier schon so einige. Nee, ich glaube nicht, dass das einfach wird. Das ist schon schwer. Nehmen wir schon mal unten eine Ecke. Ja, kommt die hin? Oben oder unten? Oder rechts? Links oder rechts? Farblich sortieren, ja. Komm schon, dein Ernst? Danke, Matt. Moselle, für die Frage. Klugscheißer, keiner. Nee, aber ich finde, es ist ein Tipp. Es ist kein Klugscheißer. Ja, natürlich. Heute Morgen war mein Bauch wieder ganz normal. Es ist immer so. Das sieht einen Tag aus, wie als würde ich sterben und am nächsten Tag ist wieder alles in Ordnung. Das ist bei mir Standard. Wer ist denn Waldschrat? Keine Ahnung. Wenn das Licht richtig ist, ja. Ich habe da so meine Schwierigkeiten. Kleines Dorf, irgendwie sind alle irgendwo im Stream unterwegs, oder nicht? Manche siehst du in vier, fünf verschiedenen Streams. Ich versuche das jetzt noch einigermaßen irgendwie zu sortieren. Also die vier Ecken haben wir schon mal. Das ist schon mal ein Lichtblick. Musik ist gut für Yoga morgen. Es geht auch eine Stunde, das Lied. Genau, collect the moments. Ne, collect moments, not things. Das ist eigentlich ein guter Spruch. Nicht die materiellen Werte, sondern die Momente.
manchmal läuft das aber auch so von alleine, ne? Manchmal so. Aber nur ein kurzer Moment und dann wieder nicht. Hier muss man echt arg auf die Farben gucken, ne? Nein, das passt nicht da. Das passt da, oder nicht? Nein, auch nicht. Okay. Es klebt an mir. Ja, haben wir schon mal gemacht. Ist nicht das erste Mal. Muss noch irgendwie ein Teil dazwischen. Ah, jetzt ja. Es fühlt sich ein bisschen nur, ne? Irgendwie noch nicht so. Hier fehlt irgendwie, weiß ich nicht, der. Ich habe keine Ahnung, wie soll ich das nennen?
Ding ist, hier muss es ja auch echt dunkler werden, ne? Das sollte ja klar mit dem zusammenpassen. Gehen wir mal in Zelle. Das ist nicht ganz so schwer. Hier noch eins. Ja, Geduld ist eine Tugend, ne? Das kennen wir ja irgendwie. Das Puzzle wird auf jeden Fall daraus bestehen, irgendwie mehr mit, dass man darauf achtet, wie die Farben so sind, ne? Die kann auf jeden Fall gut pennen. Ah, guck mal, da passt das. Von dieser Musik. Nein. Der Hund schnarcht schon wieder. Guck mal, die passen. Aber ich denke mal, das wird dann nicht oben sein. Das wird eher an der Seite sein, oder? Ja, ist die Frage. Also ich denke, das wird eher an der Seite sein, oder nicht? Weil hier, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Oh, guck mal hier, umgedreht. Das vielleicht? Ja, aber die passen von der Struktur da oben nicht hin. Also farblich gesehen.
Passt das auch direkt da rein? Ja, passt. Das muss irgendwie hier. Das muss. Guck, das passt rein. Oder ich fliege immer noch falsch und das muss da rein. Ja, das kann echt sein. Ja, Tatsache, es ist wirklich so. Oh, ich honk. Guck dir es mal Ihr seht das ja nicht so gut, sag ich mal, auf der Kamera wie ich jetzt hier. Muss die 4K-Kamera mal einstellen, aber ich vergesse das immer wieder. Oder hier fehlt ein Teil, oder ich weiß auch nicht, das passt nicht. Wo ist denn eigentlich jetzt unten links verschwunden? Ach da. Könnte denken, dass das. Nein, das passt nicht. Ist komisch. Soll ich mal ausmessen? Ist eigentlich eine Idee. Ja, haben wir ein Zollstock hier, das müssen wir mal ganz kurz entfernen. Nicht, dann kannst du natürlich sein, wie du vorhin schon gesagt hast, dass es, dass ich einen Teil übersehen habe beim Rauspicken und dass das jetzt doch unten nicht. Ja, wie heißt denn das Karton? Da fehlen noch, ich würde sagen, zwei Teile vielleicht. Das müsste ja ungefähr 70 cm sein. Deswegen. Willst du mich jetzt verarschen? Das hat doch vorhin nicht gepasst. Ich kriege Aggression hier. Habe ich das nicht vorhin schon zweimal da reingemacht? Und es passt jetzt. Hä? Moment mal. Das ist doch irgendwas nicht richtig. Oder ich bin jetzt bekloppt. Ah. Circa 50 mal 70. Toll, jetzt ist es 70. Aber wo gehört das denn dann jetzt hin? Ja, Udo, also ich wollte dir noch mal zukommen lassen, dass da du ja schlecht über mich urteilst und so weiter und so fort, was du mir geschrieben hast, wirst du nicht mehr an meinen Streams teilnehmen. Deswegen banne ich jetzt hier mit deinem Account. Da war halt der Udo. Und das ist wieder weg, der Udo.
Also es sieht aus, auf jeden Fall von der Farbe her, als hätte ich hier was, was irgendwie damit zugehört. Farblich gesehen. Du wolltest das noch lesen? Er wollte nur mitteilen, dass er irgendwie zu müde ist und dass es sich später anschaut. Ich weiß nicht, der Typ ist komisch. Mal schreibt er so, mal schreibt er so, ich habe da keinen Nerv drauf. Das ist sehr eigenartig mit dieser Reihe da. Weil die passt unten eigentlich auch nicht so hin. Aber gut, okay, wir machen mal weiter. Gut, zeig mir, dass ich den neuesten Klatsch und Tratsch mitbekomme. Ist echt bald GZSZ hier, ehrlich, furchtbar. Wir haben einen Lauf. Wahrscheinlich nicht die ganze Zeit, aber ich schätze, das wird eher andersrum sein. Ja, könnte hier sogar passen. Oh, passt sogar. Yay. Das ist sehr merkwürdig da oben. Manchmal sieht man das aber auch bildtechnisch überhaupt nicht. Schon wieder so ein helles Teil. Achso, ihr seht das gar nicht. Da ist die Kamera. Schon wieder so ein helles Teil und ich weiß nicht, wohin damit. Thank you.
hänge hier auf zwei, drei Teilen und komme hier mal ganz gut voran. Tatsächlich, das passt. Ist ja Wahnsinn. Wenn das hier so alles super zusammenliegt. Da kann ich noch nicht so ganz dran glauben. Aber tatsächlich. Das ist ja unfassbar, ne? Hier kann man noch nicht mal, was nicht passt, wird passend gemacht sagen. Muss gleich offline gehen. Keine Zeit mehr, ich muss gleich mit dem Hund raus. Das ist echt eine Ecke, ne? Oh. Also ich wollte auf jeden Fall hier nochmal fertig werden. Ja, den ja, deswegen mache ich das ja jetzt gerade. Da, Mademoiselle, da hast du auf jeden Fall recht. Eigentlich habe ich immer ganz gut ein Auge dafür. Eigentlich. Manchmal auch nicht. Brauchen hier noch einen Teil. Ja, da war es das Teil. Aha. Aber das zeigt so nach oben, also das muss irgendwie unten sein.
Wind oder sowas. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Das ist sehr komisch alles. Mal, das gehört gar nicht mit dazu. Fangen wir mal hier weiter an. Das wollen wir noch fertig kriegen jetzt, ey. Zusammenpassen. Wie kommst du auf Mais? Ja, hatte ich einmal, ja, tatsächlich. Obwohl ich gar nicht so der bekennende Maisesser bin. Das hier? Nein, glaube ich auch nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Das passt doch mit dem hier. Ja, Tatsache. Safe muss da irgendwo noch was sein. Moment mal, das passt doch mit dem zusammen. Ach, ich, manchmal, also ehrlich, ne? So, da oben ja auch noch eh noch zwei Teile fehlen. Gucken wir dann jetzt mal hier rechts. Ich schwöre, irgendwo gehört das bestimmt mit da oben rein. Ach so. Ne, nee, Dose nicht. Ich meinte auch vom Kolben, meinte ich schon auch, ja. Kann
man ja auch kaufen. Zuckermais, ne? Das heißt das nicht Zuckermais? Gute Frage, nächste Frage. Wo passt das jetzt hin? Das passt nach da unten hin. Das passt nach dahin. Okay. Ja, ich bitte euch. Also das ist doch jetzt fertig, oder nicht? Warte mal, jetzt haben wir mal Zollstock. Also ich bin auch der Meinung, der Mais vom Feld ist ein anderer, ne? Jetzt hier 70 cm. Willst du mich verarschen? Ich habe hier oben auch 70 cm. Nein, das passt nicht. Blöd, wenn ich das mit Gewalt hier versuche. So, wenn ich jetzt hier ausmesse, habe ich mit fehlendem Teil 46. Das heißt, wir bräuchten noch so viel rein theoretisch. Das heißt, so ein Stück ungefähr fehlt. Das heißt, safe, wir gucken gleich nochmal in der Dose, weil hier ist ja auch noch eins zu viel. Muss hier noch was, weiß ich auch nicht. Und hier. Ob das hier nicht irgendwie anders reinpasst. Sein. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Das ist ein bisschen sehr komisch, oder was? Echt wahr, Mann, ne? Obwohl ich glaube, dass Ikea sich auch mittlerweile gebessert hat. Was die Teile betrifft. Wir können ja mal schon mal ein bisschen aussortieren. Weiße Teile, also wo Schriftzug ist. Vielleicht sehen wir noch hier irgendwo auf die Schnelle irgendwas mit Rand. Meine Schriftzug würde ich auch als erstes anfangen, glaube ich, weil das ist für mich, denke ich mal, am einfachsten. Oder wie wird das mit den 2000 Teilen? Ja gut, okay, das andere große geht eigentlich, finde ich sogar noch. Es darf hier nur natürlich, also wenn hier was fehlt, dann ist das der Superbau, ne? Aha. Da haben wir schon das erste. Was mit dem zusammenpasst, das ist schon mal gut.
Danke, dir noch einen schönen Tag, Urzerk. Viel Spaß bei was auch immer du machst. Schön, dass du da warst. Wie immer. Ich muss oder spätestens, also eigentlich muss ich jetzt aufhören. Ich habe keine Zeit mehr, ey. Kann ich nicht arbeiten unter Stress. Okay, wir machen weiter. Ein andermal. Ich muss zum Hund raus. Dann schaffe ich das gleich nicht mehr. Obwohl, eine halbe Stunde wird allerhöchstens sein bei dem Wetter. Dann gehen wir lieber nochmal in der Nacht. In der Nacht meine ich, natürlich. Aber wir müssen nochmal eine Runde AA machen oder so. Ja. Zocken? Ja, hast auch recht. Viel Spaß beim Zocken, Urzerk. Deadpool, du bist auch noch da. Mann, ich finde deinen Optimismus finde ich gut. Nein, nein, das ist jetzt auch eigentlich. Ich bin sehr entspannt beim Puzzeln. Ab und zu kriege ich mal einen Krampf, aber es ist eigentlich recht selten. Und jetzt ist es eigentlich eher so, ich hätte Bock noch weiterzumachen, aber ich muss los. Deswegen. Machen wir nächstes Mal weiter. Die Sonne ist auch ein bisschen eklig gerade, ne? Es blendet ein bisschen auf den Tisch. Ich habe zwar Licht an, aber ja. Gut, Leute, danke, dass ihr mit dabei wart. War amüsant, wie immer. Vielleicht schaffen wir das morgen weiterzumachen. Ich denke schon. Wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Nachmittag. Bis morgen früh um 9 hier beim Yoga, ne? Für die Leute, die Lust haben. Bis dann. Ciao. Tschüss, Mademoiselle.